da kann ich nur mit John Lennon sprechen. Und so meine Devise ist Love, Peace and Happiness. Also die Leute sollen einfach mal fröhlich miteinander umgehen und sich nicht immer nur bekriegen. Peace. Das ist keine Grundlage zu diskutieren. Wenn ich sehe vor mir Bilder mit Hass, das sind so viele. Und das Schlimmste sind die Boko Haram mit den Mädchen. Das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Ich denke auch, selbst kleine Kinder hassen nicht. Man soll das abschärfen, den Hass. Man soll die Menschen lieben. Also man soll kämpfen dagegen, gegen Menschenhass. Okay. Ausländerhass, Nachbarhass, ne? Kinderhass. Manche mögen Kinder nicht. Ne? Und ja, zurzeit die Ausländer sind dran. Aber es war immer so. Man sagt, man muss die Leute nicht lieben, aber im Dialog bleiben, mit denen sprechen. Wilhelm Busch hat auch gesagt, sagt der Nachbar, heute Nacht ist zuerst die Kuh und dann auch das Kälbchen gestorben. Er wird sich freuen. Ne? Die Schadensfreude, das war das Thema. Etwas Menschliches. Aber genauso müssen wir ja dagegen was tun. Wetzlar ist schön Stadt und ich liebe in Deutschland. Gut, gut, Leute. Einfach keine negative Gedanken zu haben, einfach fröhlich sein, ohne dass man ständig guckt, von welchem Herkunftsland man kommt und überhaupt. Also keine negative Gedanken und wie gesagt, so positiv wie möglich versuchen, jeden Tag zu meistern. Ich denke, man soll leben, wie man eigentlich möchte. So, zuerst und zweitens, man soll freisen lassen, wie so die anderen auch denken. Aber nicht so, dass alle genauso dasselbe denken. Deutschland, das ist ein freies Land. Da kommen alle, die hierher kommen, weil sie sind willkommen sozusagen. Und alle, die hierher kommen wollen, machen sie, was sie wollen. Einfach weniger verurteilen. Einfach weniger, das denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und das wird von Generation zu Generation immer weiter irgendwie vermittelt. Und als Kind nimmt man das auch irgendwie unbewusst auf. Und das bricht sozusagen auch, wenn man Erwachsener ist, auch diese irgendwelche Hass, Unverträglichkeit. Und das alles muss wirklich nicht sein. Man kann wirklich miteinander schön leben, ohne irgendwelchen Stress und was weiß ich. Also das lässt sich meistern. Ja. Meinungsfreiheit, überhaupt die Freiheit jedes Einzelnen. Aber ich denke, man sollte mehr auch von sich selber abrücken und mal an die denken, die zu uns kommen. Also jetzt Hass richtet sich ja meistens gegen Fremde. Sei du freundlich, dann kommt auch Freundlichkeit zurück. Das ist es. Ja? Weil ich kenne das nicht. Auch dieses ganze Pegida und der ganze Missverhältnis im Fernsehen, das ist so grauenhaft. Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht begreifen. Weil wir sind doch alle gleich, oder? Ja, Deutschland sollte ein menschenfreundliches, offenes und tolerantes Land sein. Unsere christlich-abendländische Tradition, also unsere Grundwerte. Und dass alle willkommen sind und auch eine freundliche Aufnahme finden. Entschuldigung, ich weiß nicht gut Deutsch. Ja. Jeder braucht eine Heimat und man sollte vor Ort vielleicht auch was tun. Den Menschen vor Ort helfen oder auch, dass sie in ihrer Heimat leben können, weil es tut ja auch weh, wenn ich meine Heimat verlieren würde. Ja. Und dass halt hier, ja, dass mehr Miteinander hier in Deutschland ist. Die Deutsche für die Zukunft, das sollte doch erst einmal Arbeitsplatz bringen für jede Leute. Besonders für die Leute, die von anderen Ländern kommen. Das ist der Positive für ganz Deutschland. Keine Hass und es sollen doch viele Sachen verboten. Trotzdem Demokratie sein, sollen doch viele Demonstrationen und so weiter verboten zu machen. Denn es ist richtig für den Volkssinn. Vom Beispiel der Pachida. Einfach gegenseitig Geschenke machen. Einfach mal sagen, wie gern man eine Person hat. Ja, Frieden ist immer gut. Frieden, dass jeder sein Recht auf freie Meinungsäußerung hat.
Und ja, sag ich mal, das ist schon das Wichtigste. Der Zusammenhalt in Deutschland ist sehr wichtig und dass die Leute sich nicht miteinander bekriegen. Die kennt man ja nicht so daher gesehen. Vielleicht auch so nehmen, wie sie sind, davon abgesehen, ja. Dass jeder eine Meinung hat und dass es Meinungsfreiheit gibt. Also jeder hat ein eigenes Recht und sollte das auch nutzen, egal was jemand anderes dazu sagt. Man sollte alle Religionen respektieren. Ich finde, dass es nicht so viele Kriege geben sollte und dass sie sich, also die ganzen Länder sich nicht so gut bekriegen. Also ich glaube, dass die Leute Freundschaft leben. Zusammenhalten. Einfach alles vergessen und ja, friedlich miteinander leben und dann ja, ist alles auch gut. Und ja, dass wir nicht streiten sollten, dass wir lieber friedlich miteinander leben sollten, dass sie mehr auf die Menschen achten sollen, die verhungern, die am Sterben liegen. Ausländer sich einfach mal besser verhalten. Einfach diese Schlägereien einfach lassen. Das Miteinander. Ja, das Miteinander und nicht, ich sehe jetzt immer mehr, sagen wir jetzt mal wieder zu den Prügeleien, ich sehe immer mehr Prügeleien. Früher war halt einfach alles viel normaler und jetzt in Frankfurt zum Beispiel an dem Bahnhof, da sind jetzt auch viel mehr so Drogenabhängige und so, das war einfach früher nicht so. Einfach diese Normalität wieder reinbringen. Mehr dieses Miteinander halt statt gegeneinander, dass wir zum Beispiel jetzt nicht so gegen die Ausländer gehen. Ich meine, es ist wie, wenn das mal wieder gegen die Ausländer, sage ich jetzt mal, ist, wenn wir hier sind zum Beispiel und irgendwo in der Klasse oder so irgendein Kreuz hängt und die sagen, hängt das ab, hängen wir es ab. Aber wenn wir in die Türkei kommen würden und da irgendwas sagen würden, hängt das und das ab, ich glaube, die würden, was weiß ich. Ein bisschen mehr Mitgefühl den anderen gegenüber, ein bisschen mehr Toleranz, ja. Nicht so diese Ellbogengesellschaft, die wir jetzt im Moment drauf haben. Wir hören zum Beispiel zusammen Crow, wir haben den gleichen Musikgeschmack und wir hören nicht jetzt so, ich finde Crow ist eine positive Musik. Okay. Ich finde das Lied von Crow, Einmal um die Welt, ist schön, weil der lauter schöne Sachen sagt. Keine Vorurteile, einfach so akzeptieren, wie sie sind, alle gleich. Es sollte kein Krieg passieren, es sollte kein Gewalt mehr sein. Was für mich wichtig ist, sind zum Beispiel die UNICEF und die Kinderdörfer eben halt, die versuchen den Ausländern, die flüchtig hier in Deutschland nach Deutschland gereist sind. Das zeigt, dass Deutschland eigentlich auch helfen möchte, dass anderen Ländern helfen möchte und das eben halt aus den früheren Zeiten wieder gut machen möchte. Kommen wir miteinander klar, indem wir uns einfach anpassen und die sich uns anpassen, weil wenn wir der Kultur Deutschlands gut tun, der anderen Völker gut tun, werden sie sich auch uns anpassen. Erstmal eine eigene Meinung bilden. Ja. Zu viele Hetzerei durch die Medien und das Feindbild wird so ein bisschen bewusst geschürt gegen eine Zielgruppe und dementsprechend würde ich erstmal sagen, bis sie die eigene Meinung erstmal bilden, so. Sich erstmal ein eigenes Bild von machen. Ja, solange zum Beispiel jetzt ein Moslem einen persönlich nichts getan hat, sollte man jetzt nicht auch alle über einen Kamm scheren. Dass man sich auch nicht gegenseitig halt zum Beispiel in Religion an sich was macht oder Politik einmischt oder so. Weil es gibt ja dadurch ja immer Streite, dass zum Beispiel Türke mit dem oder so. Und ich selber als Türke mag das zum Beispiel nicht. Also man muss sich einfach gegeneinander gut verstehen und man muss da halt nicht so religionische Sachen herausfinden, darüber streiten oder Schlägereien halt vorführen. Muss alles nicht sein, finde ich. Weil wir leben ja in so einem schönen Land in meinen Augen. Ein Land, wo auch wirklich viel auch Sicherheit ist eigentlich. Aber was halt manche Menschen hier kaputt machen.